Hey ho Leute und herzlich willkommen zu dem Server 35 Epic Event Video. Ja, Flimmerkiste scheint immer noch nicht in der Nähe zu sein. Trotzdem möchte ich doch ein bisschen ein paar Pilze ausgeben, weil ich möchte Tränke erblättern und ja, wie ich es euch gesagt habe, aber halt nicht alle. Ein paar möchte ich ausgeben, vielleicht finde ich ein paar Epics. Und ja, ich habe gerade das Server 35 Video aufgenommen, war erfolgreich. Ihr seht das Video, also das Server 36 Video vor dem Server 35 Video. Wie gesagt, da sage ich ja auch, dass ich dieses Wochenende nicht so wirklich aktiv sein werde, weil ich die ganze Zeit unterwegs bin. Und ja, wir werden ein bisschen Zauberland blättern, ein bisschen Waffenland blättern, ein paar Epics mitnehmen. Hoffentlich kommen da Schilde oder so. Ich habe jetzt auch in dieser Woche das Klo vorbereitet, weil da können wir nämlich heute spülen. Jetzt gerade, und das wollen wir natürlich machen, bevor wir blättern. Ich hoffe, es wird ein Epic und Zurück. Nein, es ist kein Epic. Es ist ein Ausdauerintelligenzring. Cool. Will das vielleicht die Hexe gebrauchen? Nein. Dann kann ich das verkaufen. Wie ihr seht, ich habe auch Gold angespart. Das heißt, ich kann auf jeden Fall jeden Trank mitnehmen. Das werde ich auch machen, um möglichst viele Pilze zu sparen. Und ja, damit fangen wir dann doch erstmal an hier. Jeden Trank mitnehmen. Und vielleicht auch Ausbesserungen in meinem Equipment, weil, wie gesagt, Epics werde ich ja jetzt nicht so viele mitnehmen. Tränke kaufe ich jeden. Oh, hoppala. Und vor allen Dingen ist wichtig, eins, was ich jetzt machen muss, bevor ich das Video überhaupt weitermache, ist einmal Greif verlängern. Das heißt, die Pilze müssen schon mal weg sein, weil der muss auf jeden Fall bleiben, ne? In der Hoffnung, dass die Flimmerkiste bald wiederkehrt, ist ja so der Fall, dass Bots wirklich verantwortlich. Botter. Die Gier der Leute ist dafür. Oh, Trankparty. Die Gier der Leute ist wirklich dafür verantwortlich, dass die Flimmerkiste aus ist, ja? Es ist ein Geschenk. So viele Tränke, nice. Es ist ein Geschenk, das wir kriegen, um frei alle zu spielen und irgendwelche Spackos. So, den nehme ich auch einmal mit. Einfach nur aus Pflicht. Damit ich den schon habe. Jetzt nehme ich nur noch Freitränke mit. Dass die Gier der Leute wirklich dafür verantwortlich sind, dass wir ein so tolles Feature verlieren, ist halt schade, ne? Das hätte man auch anders machen können. Aber was soll's, ne? So wird man jetzt, werden halt alle gestraft, das ist halt eine Kollektivstrafe. Und es ist zu verstehen, dass wenn dass die Anbieter dann sagen, hey, wir wollen doch nicht, dass unsere Flimmerkisten gebottet werden. Das ist Ausnutzung und ja, sowas soll einfach nicht passieren. So, ansonsten seht ihr ja, ich mache gute Fortschritte hier auf Server 35. Ich bleibe ja natürlich bei der 300 Alu. Und 187, ich hole sehr gut auf. Bin auch bald einer der Top 200er Leute. Ja, ich bewege mich so in den Top 400 auf dem Server. Oh, jetzt habe ich einmal überblättert. Ja, das ist natürlich schade. War ja zum Glück kein Epic dabei. Tränke sind relativ günstig, da ich habe mir ein bisschen zu viel Gold angespart, glaube ich. Aber vielleicht kann man dann schon mal auf den Turm vorbereiten. Weiß nicht, wie teuer das ist. Die ganzen Begleiter da auch zu skillen, jetzt auf Level 187. Oh, einer für ohne Pilze. Perfekt, das wollte ich ja machen. Die Tränke verlängern. Den nehme ich jetzt nicht mit, wie gesagt. Und ja, das soll jetzt so ein kleines Trankblätter-Video sein. Ja, also wenn die Flimmerkiste nicht wiederkommt, wird es auch hier auf dem Server echt eng. Weil ich kann mir, will mir nicht zwei Server leisten, auf denen ich 300 Alu spiele. Beziehungsweise doch, aber ja. Wer will das schon, ne? Also das ist. Man könnte hier natürlich auf 25 Alu. Oh, toll. Ein Epic an einem Platz, wo ich es nicht brauche. Na, ich nehme es trotzdem mit. Einfach, weil es ein Epic ist, ne? Wir wissen das ja alle. Gut, ja, dann haben wir ja was fürs Klo. Tränke auch wegkaufen. Vielleicht kommt da was Neues hinterher. Hm. Wie zum Beispiel so ein neuer Ausdauertrank. Das finde ich doch gut. So.
Ah, ich glaube, das ist mittlerweile Goldverschwendung. Das könnte ich vielleicht. Ja, die kleinen kaufe ich noch raus, aber sonst ist das Goldverschwendung. Das könnte ich vielleicht eher verskillen, anstatt jetzt jeden Trank hier zu kaufen, den Stärketränke mit. Aber die XL-Tränke lasse ich erstmal liegen. Wow, drei Schnäuzer. Habe ich auch noch nie gehabt. Sieht cool aus. Ah, jetzt wollte ich auch die kleinen Tränke rauskaufen. Wie gesagt, das Video kommt direkt nach dem S36-Video, deswegen bin ich so etwas stiller und ruhiger. Wir haben jetzt auch 1.40 Uhr in der Früh oder in Spät, wie auch immer. Deswegen eher Ruhe. Und jetzt läuft auch Chillstep im Hintergrund, also. Eine gute Nachtgeschichte von Sir Zoccolot. Stärketrang. Ausdauertranki. Und wieder ein Stärketrank. Ja, ich glaube, die werden das auf jeden Fall sehr lange halten. Und sobald die Flimmerkiste wieder da ist, kann man hier auf jeden Fall super spielen, weil hier passiert ja nichts mehr großartig, ne? Hier kann man jetzt einfach seine 300 Alu spielen und muss nichts machen. Hat keine großen Ausgaben quasi. Und da kann man halt auf so ein Epic-Event halt sparen auf so einem Account. Ein Aller-Attributs-Epic für nur Pilze, nur Gold. Das ist dann wieder gut, dass ich mir das Gold angespart habe, weil sowas kann man sich dann halt leisten. Auch wieder fürs Klo oder für einen Begleiter. So. Ach, wenn die alle mal für Gold wären. Wieder ein Epic, aber auch nur halb. Das möchte ich doch nicht. Das ist doof. Nee, das möchte ich nicht. Stärketrank nehme ich dafür wieder mit. So, und dann höre ich auch gleich schon auf, im Zauberland zu blättern. Ich denke, wir haben genug Tränke erblättert. Und Hals-Epics bekommen. Stärketrank, auch hier. Nehme ich gerne mit. Jo! Und noch 10 Pilze in den Waffenladen. Stärketränkle. Ein Pilz noch, jo. Da kommt jetzt auch noch mal hier den Trank raus. Ich bin ja nicht faul. Den auch noch. So, und dann schließen wir das mit dem letzten Pilz im Zauberland ab. Kein Epic mehr. Dann gehen wir jetzt in den Waffenladen. Vielleicht finden wir da noch was Cooles. Jo, ein Allattributsgürtel. Ne, den nehme ich aber nicht. Wenn schon, dann muss ich das Epic lohnen. Das lohnt sich halt eben nicht. Ein Schild-Epic wäre cool, wirklich. Ein paar Epics wären wirklich noch cool, so, weil jetzt habe ich gerade keine. Das könnte ich mitnehmen, weil das ist ein gutes Stärkeschild. Von der Werte her. Und dann muss ich natürlich nach Waffen Ausschau halten. Gut, weil wir haben jetzt 394, 402 schon möglich. Und dann können wir vielleicht noch ein paar Versuche in den Dungeon stecken später. Wow, Zerspiegel der Einstellung, den kenne ich noch gar nicht. Gibt's den schon länger? Ja, ein Epic, was ich noch nie gesehen habe, um ehrlich zu sein. Ja. Na, wenigstens habe ich schon mal ein neues Epic-Schild. Das ist cool. Stärke, super Stärke-Waffe auf jeden Fall. Gut, da müssen wir jetzt auch noch keine Waffe mehr Ausschau halten. Wir könnten jetzt vielleicht mal den Dungeon probieren. Die bärtige Lady. Mit den beiden neuen Epics. Die war schon mehrmals sehr knapp. Jetzt mit der neuen Waffe könnte das was werden. Aber eigentlich sollte ich da noch. Ich gucke lieber nach Epics noch. Vielleicht noch nach 400 Stärke. Rüstung ist kacke. Ne, nehme ich nicht mit. 389 haben wir 400. Nö, auch nicht. 396. Oh ja, da kann man auf jeden Fall ausbessern. Das ist schon etwas älter hier. Was könnte man denn noch? Ja, der Kopf wäre auch noch austauschwert.
Oder halt Epics, ne? Die wären auch ganz cool. 392, nein. Ach ja, Kopf wollte ich gucken. Ja. Ich bin schon ein bisschen Brain AFK, wie gesagt, das ist spät. Ja, vielleicht könnte man auch so ein Misch-Item mal mitnehmen. Als Epic-Ersatz. Aber eigentlich ist der. Ah, Köpfe. Köpfe, Darius, Köpfe. Kopfarbeit ist das, was nicht mehr so ganz funktioniert in meinem Kopf. Wow. Oh, cool, das Dämonenschwert des bösen Blicks. Das ist natürlich. Oh yeah. Oh yeah. Hm, damn, son. Das nehme ich natürlich gerne mit. Das hat mir, glaube ich, auch ein Albumshüpfer gegeben, ja. Boah, schon mal eine coole Epic-Waffe. Das freut mich natürlich. Aber wir wollten noch nach Kopf gucken. Guckst du Kopf? Hm. Ist doch mal geschick. Oder ein Epic, das wäre auch noch ganz cool. Das Epic-Schild hier, Verbotsschild der Generationsgerecht, ich hasse nicht gesehen. Ist etwas besser als das, deswegen nehme ich das auch mit. Kostet ja keine Pilze, dafür haben wir das ganze Gold angespart. Aber vielleicht noch ein Epic auf dem anderen Slot. Ich werde jetzt nur noch nach Köpfen gucken. Konzentration auf Köpfe. 396. Ein bisschen schlechtere Rüstung, aber ich glaube, das interessiert mich so nicht, weil ich habe ja genug Rüstung. Jo, interessiert mich nicht. Dann kann ich das erstmal direkt verzaubern, alles. Jo, einmal verzaubern. Und dann machen wir jetzt nochmal einmal nach Epic blättern für noch ein paar Pilze. Und dann versuchen wir noch einmal den Dungeon für ein paar Versuche. Und dann war's das auch auf dem Server hier. Und dann gilt nur noch 300 Alu und hoffen, dass die Flimmerkiste bald wieder zurückkommt. Superheldenrüstung, die nehme ich jetzt einfach mit aus dem Grund, weil es ein Epic ist. Und das mangelt's. Gut, die Waffe oder die Brust. Die Brust kann erstmal weg. So. Und dann mache ich jetzt noch ein paar Dungeon-Versuche, 10 Stück. Und dann muss das erstmal für die 300 Alu reichen. Ich habe immer noch 600 Stärke mehr, habe aber jetzt auch an Ausdauer dazu gewonnen durch die Epics. Dann sollte die bärtige Lady eigentlich möglich sein. Ah, okay, also die sah mal knapper aus. Also ich habe jetzt die letzten Tage so die Freiversuche waren alle immer sehr knapp. Ich sage euch wieder, wie es ist. Die fällt jetzt bald in einem Freiversuch. 10 Versuche sind auch weg. Tja, leider nichts geschafft. Die Tränke aber auf den 17.07.2015 und 12.08.2015 erweitert. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, ein komisches Epic, was ich noch nie gesehen habe, gefunden. Auch komisch. Und wieder ein paar Clue-Epics dazu gewonnen. Das heißt, man kann die Aura bald wieder ein bisschen pushen hier auf mindestens 150. Mal gucken, was man noch so findet. Und ja, ich verabschiede mich dann erstmal. Das war wieder Server 35, den werdet ihr wieder etwas länger nicht sehen, weil jetzt ist er noch langsamer. Dadurch, dass keine Pilze bald da sind, muss ich gucken, wie ich das mache. Ich hoffe, die Flimmerkiste kommt zurück und sonst wird das eher ein Lama-Server. Auf jeden Fall wird die Aufholjagd hier nicht aufhören. Wir sehen ja hier in der Gilde nicht mehr lange, dann ist der Grimbart auf nicht mehr der Letzte, ja. Und mit diesen Worten verlasse ich dann euch erstmal, wünsche euch auch hier in diesem Video ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Das war jetzt der Sir Chocolat auf Service 35. Bis dann, Leute. Ciao.